Ni Hao an unserem dritten Tag hier auf der Seidenstraße in der Gansu-Provinz in China. Wir waren heute erstmal 5 Stunden Richtung Osten unterwegs und das klingt ehrlich gesagt erstmal schlimmer, als es sich anhört, denn durch Corona hat unser Guide Richard uns anstatt eines Autos hier diesen netten Bus organisiert und da drin haben wir einfach sehr, sehr viel Platz und können uns auch entsprechend ausbreiten. Da das Thema Reisen und Corona gerade überall viel diskutiert wird und sich auch viele Leute Gedanken machen, wollte ich euch einfach mal zeigen, was wir gemacht haben, um uns auf diese Reise vorzubereiten, beziehungsweise was uns jetzt hier ehrlich gesagt an den Sightseeing-Punkten erwartet. Wie ihr in meinem Corona-Update Juni gesehen habt, waren wir vor unserem großen Trip vorsorglich zum Corona-Test hier im örtlichen Krankenhaus. Als das negative Ergebnis da war, konnte es auch endlich losgehen. In China hat sich in den Flugzeugen bei Ankunft ein neuer Prozess etabliert und ehrlich gesagt macht es uns immer noch sehr viel Spaß, diesen zu beobachten. Wie üblich landet man, jeder möchte natürlich aus dem Flugzeug raus, man steht da, man wartet, bis das Flughafenpersonal die Freigabe gibt und dann passiert jetzt etwas, das recht neu ist und zwar werden erstmal alle wieder gebeten, sich hinzusetzen, denn man hat natürlich auch eine Passagierliste und man holt jetzt erstmal alle mit einem ausländischen Pass vor, damit die Flughafenmitarbeiter einen auch überprüfen können. Liegt unter anderem daran, dass nicht alle mit ausländischem Pass unbedingt gleich ein, ich würde sagen, ausländisches Gesicht haben. Deswegen gleicht man das mit der Liste ab. Man folgt dann dem Personal in einen separaten Raum und muss dort nochmal ein paar extra Dokumente ausfüllen. Ich muss aber sagen, es sind bisher alle sehr zuvorkommend, sehr freundlich gewesen. Das Gleiche hat sich auf unserem Trip fortgesetzt. Wir mussten verschiedene QR-Codes hier zeigen bei den verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Wir wurden auch hier wieder in eine Liste eingetragen. Ich muss aber sagen, da wir alle auch unseren Guide dabei hatten, der uns geholfen hat und natürlich wir auch die entsprechenden grünen Codes vorzeigen konnten, ging das alles recht reibungslos. Nun sind wir endlich in Jiayuguan angekommen und damit auch in der Ming-Dynastie. Die Festung, die ihr hier seht, ist die größte und westlichste an der chinesischen Mauer und war zu dieser Zeit, also vor 500 Jahren, die Grenze und somit auch das Bollwerk zum Reich der Mongolen.